Die Schule geht zu Ende und du hast nicht viel zu lachen. Denn jeder meint, du müsstest was aus deinem Leben machen. Doch das ist nicht ganz so einfach. Denn ehrlich gesagt bist du unterdurchschnittlich schön und nur mäßig begabt. Voller Sorgen und Selbstzweifel rennst du dann zu deinem Vater. Der hat die zündende Idee, werd doch Imageberater. Da musst du nichts verkönnen, außer dich gut zu verkaufen. Und du darfst den ganzen Tag in teuren Anzügen rumlaufen. Vater ist und bleibt der Beste und du sagst ihm vielen Dank. Und so kamst du von der Schule gleich in die Sparda-Bank. Der Job ist wirklich easy, hier und da mal nen Gemeinplatz. Du nennst es vollen Einsatz. Doch dann passiert das Schlimme, du kannst kaum deinen Augen trauen. Jeder fängt dann nach der Krise auf den Bänkern rumzuhauen. Jetzt war es vorbei mit dem ruhigen Kugelschieben. Aus Mangel an guten Reimen sag ich jetzt mal Nudeln sieben. Doch zurück zu unserem feinen Herrn, dem Herrn fürs Image. Was kann er dagegen tun, dass die Bank nun nicht mehr in ist? Nun, es muss was her, was hip und cool und jung und frisch ist, was auch junge Leute anspricht. Mein Gott, na klar, das ist es. Wir machen so ein Dings hier, so mit Hip und Hop und Rap. Und die ganzen Vorbehalte fickt so viel Cooles einfach weg. Denn merke, hat die Bank Probleme beim Kassieren, müssen sich ihre Azubis beim Sprechgesang im Netz blamieren. Sind wir doch mal ehrlich, was könnte das Vertrauen in Banken mehr stärken, als die Unfähigkeit junger Angestellter zu rappen? Marketing und PR, das ist doch gar nicht schwer. Gar nicht schwer, gar nicht schwer, hey! Übers schöne Banker legen, ihr dürft echt schreiben, was ihr wollt, doch lasst uns vorher drüber reden. Auch die Freude beim Anlegen von Geld kommt ja von innen. Ihr seid ja mehr schon Psychologen und so Wunscherfüllerinnen. Nicht, dass ihr das singen müsst, nein, da habt ihr freie Hand. Für mich jedenfalls ist es ein Bankenwunderland. Naja, schaut mal, was ihr schreiben wollt, wir brauchen auch einen Titel. Sparda-Movie-Stars, wir stellen euch die finanziellen Mittel. Schließlich sind wir hier nicht irgendwo, nein, wir haben die Kohle, wir verlieren das Interesse, gibt es für uns nicht zu holen. Und geht's nach hinten los, dann ist es halb so schlimm. Denn ihr verliert euer Gesicht für unseren potenziellen Imagegewinn. Marketing und PR, das ist doch gar nicht schwer. Gar nicht schwer, gar nicht schwer, hey! Und geht es schief, hey! Und wenn's nicht gefällt, hey! Ich bin nicht der, der sein Gesicht hinhält. Dass das Ganze nicht cool ist, sieht ein Blinder mit nem Krückstock. Denn cool ist nicht gleich Rap. Rap ist nicht gleich Hip-Hop, von wegen, das Banker-Image hat ziemlich gelitten. Jetzt stellt euch nicht so an, Mädels, und zeigt mal eure Rap-Skills. Wenn ich ehrlich bin, ist mir egal, wie's klingt. Ob ihr töpfert, strickt, den Rasen mäht, einen Film dreht oder singt. Denn im Endeffekt hat nichts davon mit Banken zu tun. Hauptsache wir vermitteln, wir sind funky und cool. Marketing und PR, das ist doch gar nicht schwer. Gar nicht schwer, gar nicht schwer, hey! War ein Misserfolg, lautet ziemlich schlicht das Fazit. Den Shitstorm dieses Ausmaßes haben wir wohl nicht erwartet. Wer konnte denn noch ahnen, dass nicht jeder rappen kann? Den Leuten, denen es nicht gefällt, das sind doch alles Deppen, Mann. Im Endeffekt ist PR mehr, als dass man nur labern muss. Doch heutzutage rechnet keiner mehr damit, wie mit einem Aberkuss. Mann.